Das Albertinen-Herzzentrum am Albertinen-Krankenhaus in Hamburgs Nordwesten besteht seit 1991 und gehört zu den führenden norddeutschen Versorgungseinrichtungen bei Herzerkrankungen. Das Albertinen-Herzzentrum bietet das komplette Spektrum moderner Herzmedizin von der Diagnostik über interventionelle Kardiologie bis zur Herzchirurgie mit spezialisierter Kardioanästhesie. Innovative Operationstechniken kombiniert mit hoher Qualität sind unser Markenzeichen. Insbesondere die komplett arterielle Bypass-Chirurgie mit und ohne Herzlungenmaschine, klappenerhaltende Rekonstruktionschirurgie der Mitral-, Trikuspidal- und Aortenklappe, Aortenaneurysma-Eingriffe, Rhythmuschirurgie sowie herzchirurgische Operationen bei Gerinnungsstörungen oder heparininduzierter Thrombozytopenie sind klinische sowie wissenschaftliche Schwerpunkte. Die Stationen des Herzzentrums bieten komfortable 1- bis 3-Bettzimmer mit Dusche und WC. Fernsehen sowie Telefon und moderne Rufanlagen mit Gegensprecheinrichtung und eingebautem Radio gehören zum Standard. Wir bieten die Möglichkeit, Angehörige mit in Ihr Zimmer aufzunehmen. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie hierzu mehr Informationen wünschen. Außer auf der Intensivstation gibt es keine festen Besuchszeiten. Trotzdem achten wir selbstverständlich auf genügend Ruhe für unsere Patienten. Durch eine mobile Überwachung der Herztätigkeit können sich unsere Patienten frei auf Station bewegen. Neben der ärztlichen Therapie nimmt die pflegerische Betreuung während ihres Aufenthaltes bei uns einen großen Teil der Behandlung ein. Die Pflegenden unterstützen sie, wo sie Hilfe benötigen. Aber einfach auch mal für unsere Patienten da zu sein, gehört zu unserem diakonischen Selbstverständnis, genauso wie das Angebot eines seelsorgerischen Gespräches. Seit Jahresbeginn 2007 rundet eine am Standort des Herzzentrums eröffnete Abteilung für Kardiorehabilitation das Angebot ab und ermöglicht die komplette Behandlung unserer Patienten in einer Hand.